Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass ich da sein kann. Es ist zum ersten Mal, dass ich auf der Foskis hier auftrete und meinen Renderer präsentiere hier. Es geht um Seekarten-Rendering. Mein Vorredner hat gesagt, naja, das Ziel geht ganz klar hin zum Client-Side-Rendering. Nein, das stimmt in diesem Fall überhaupt nicht. Ja. Das Ziel sind nämlich Papierkarten. Das heißt, der Client bekommt schon dieses Stück an. Das, was ich hier habe, ist eine echte Seekarte. Sozusagen so eine amtliche Seekarte ist nicht mit SM-Render erstellt. Aber das ist das Ziel von diesem Projekt. Und zu dem möchte ich jetzt da kurz sozusagen kommen und möchte kurz mein Projekt hier vorstellen. Ganz kurz zu mir selber. Ich bin Lektor auf der Fachhochschule in St. Pölten in Niederösterreich, ist es seit ja, über 10 Jahren. Eigentlich im Software- und Security-Bereich. Und dieses Seekartenprojekt ist eigentlich mein ganz persönliches, privates Projekt, das irgendwie rein durch Zufall entstanden ist. Es hat jetzt keinen Forschungshintergrund oder so, ist aber in dem Sinne jetzt ein Riesenprojekt geworden eigentlich. Ja, ja, ansonsten bin ich Segler und Ausbildner in der Sportschifffahrt, wodurch ich sozusagen diese Affinität zu den Seekarten habe und da eben dieses Projekt daraus entstanden ist. Ja, zu SM-Render selbst. Was ist SM-Render? SM-Render ist grundsätzlich ein regelbasierter Renderer, ein Offline-Renderer, der qualitativ hochwertige Seekarten, und zwar mit dem Ziel des Ausdrucks. Also ich möchte Printkarten erzeugen und anders als die meisten Dinge, die wir heute gesehen haben, eben nicht für Online-View und so weiter sozusagen zu erzeugen. Das Ganze ist aber insofern ein Tool geworden, das ein sehr universelles, sag ich mal, OSM-Datenverarbeitungstool ist. Das liegt an der Geschichte des Projektes. Das heißt, ich kann mit dem rendern, aber ich kann alle anderen, ich sage mal, Datenverarbeitungsschritte mit OSM-Daten eigentlich machen. Ja, also statistische Auswertungen und so weiter. Kommen ein bisschen näher noch dazu. Das Ganze ist relativ modular aufgebaut. Das heißt, ich kann Third-Party-Module einbinden. Das heißt, ich kann als Programmierer selbst eine Funktion schreiben und diese praktisch als Plugin sozusagen in den Renderer hineingeben. Das befreit mich als Entwickler sozusagen davon, mich mit dieser ganzen Matching, Rule-Auswahl, Lesen von Formaten und so weiter. Das heißt, ich schreibe mein Plugin, um Häusergrößen zu bestimmen, fertig. Ja, und alles andere macht der Renderer selbst. Das Ganze ist ein Standalone-Renderer. Also ich habe jetzt da nicht diese PostGIS und sonstige Sachen und so weiter. Es ist mehr oder weniger Standalone. OSM-Daten hinein, Karte heraus. Und das war sozusagen eigentlich, der Vorvortrag hat mir sehr gut gefallen, weil das war nämlich einer der Entscheidungsgründe für diesen Render, weil ich ursprünglich eigentlich vor 6 Jahren mich mit dem Projekt begonnen habe, eigentlich an dieser gewaltigen Queue von da nach dort und in PostGIS und dorthin gescheitert bin eigentlich. Ja, und dann habe ich gesagt, so, das machen wir selber. Gut, das Ganze ist ein Out-of-the-Box-Renderer, also ein Out-of-the-Box-Programm. Das heißt, du installierst das, startest das und Daten zur Verfügung stellen, dann sollte eigentlich fertige Karte herauskommen. Es ist relativ performant und portabel. Ich habe es in C programmiert. Es funktioniert natürlich unter Linux, da ist programmiert, auch auf Mac. Und ich kenne einen Bekannten, der das auch auf Windows zum Laufen gebracht hat und relativ schöne Karten damit erzeugt hat. Ja. Sollte daher natürlich auch auf iOS und so weiter funktionieren, wobei der Anwendungsfall sich ein bisschen in Frage stellt. Ja. Gut, was ist das Ziel von diesem Renderer eigentlich gewesen? Ja, das ist das automatische Rendern von Seekarten, die in ihrer Qualität, ja, einer offiziellen Seekarte entsprechen. Das hört sich jetzt sehr trivial an, aber wir werden auch auf die Seekarten ein bisschen genauer eingehen, werden wir sehen, es ist nicht ganz so einfach. Weil, also Entwicklungsgeschichte, ja. Also ganz kurz, 2011 habe ich begonnen, so habe ich es eh schon vorher weggenommen. Ja, ich bin ein bisschen gescheitert an dieser riesigen Chain von Programmen, die man da hintereinander schalten muss, bis irgendwas funktioniert. Und dann war da noch Ruby und was der Teufel, was weiß, keine Ahnung. Ja, ursprünglich ist das Ganze aus dem OpenCMap-Projekt entstanden, das den meisten wahrscheinlich ein Begriff ist oder auch nicht, wo wir eben einen Online-Renderer gebraucht haben für Seekartenspezifische Dinge und der damals zur Verfügung, also wir haben verwendet den Mapnik in OpenCMap-Projekt, der eben gewisse Features einfach nicht konnte zu dem Zeitpunkt und ich dann einen Filter mehr oder weniger programmiert hat, der aus den OSM-Daten Mapnik-gerechte Daten erzeugt hat und das dann an den Mapnik geführt hat und der hat dann sozusagen ein Overlay erzeugt auf die normale Standard-OSM-Base-Map und das ist eigentlich heute noch so, wobei der Renderer mittlerweile ersetzt worden ist, nicht durch meinen, sondern durch einen anderen. Aber aus diesem Filter, den ich damals programmiert habe, also SM-Filter, was hier steht, habe ich eben dann weiterentwickelt und eben diesen Kartenrenderer, den ich da vorstelle, sozusagen entwickelt. Ja, Seekarten sind besonders, ein paar Details zu den Seekarten. In der Schifffahrt ist es so, dass die gesetzlich vorgeschrieben sind. Es ist jetzt egal, ob wir jetzt in der Berufsschifffahrt oder Sportschifffahrt reden. Also wir reden hier von Seefahrt, also nicht Binnen, sondern Seefahrt am Meer, ja.
Und es ist auch anders als an Land, dass die Besatzung, das Schiff und die Fracht von der Karte abhängig sind. Ja, also es ist ja ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Dementsprechend gelten hier andere, sag ich mal, Vorschriften für Karten auf See als an Land, wo ich halt irgendeine Karte nehme, weil beim PKW, wenn ich nicht mehr ausgehen, bleibe ich stehen und schaue halt, wo ich bin. Ne? Oder fahre nicht mehr weiter. Ja? Ja, auf See ist es nicht ganz so einfach. Es gibt zu dem Zweck eine Kartenlegende, die ist international normiert, mehr oder weniger kann man sagen, das ist die sogenannte INT1, was hier steht. Und es gibt im Hintergrund Datenmodelle für den Datenaustausch, die ebenfalls normiert sind. Namentlich ist es die S57 und die S100. Ich sage mal, das sind riesige Datenmodelle, wo beschrieben wird, wie Objekte auf seiner Karte ausschauen, wie sie technisch aus welchen Attributen die bestehen für Datenaustausch zwischen Ländern, weil Seefahrt ja international ist und so weiter. Also das ist quasi so ein Paper, wo das ja alles drinnen steht. Ja, echte Papierkarten, also diese hier, was ich hier habe, werden in der Regel, also amtliche Karten werden in der Regel natürlich mit GIS-Software erstellt, aber nicht automatisch in dem Sinn, sondern die werden also manuell nachbearbeitet, meistens, dass sie das Ergebnis bringen, was man braucht von der Qualität her. Ja? Also steht hier handgefertigt und Anführungszeichen, ist natürlich schon mit dem Computer ist egal. Und die Karten haben natürlich eine besondere Anforderung auch an die Projektion, an die Maßstabstreue, da man hier auf diesen Karten ja definitiv konstruieren kann, so wie man das kennt mit Bleistift und Zirkel und Geodreieck oder beziehungsweise Navigationsdreieck. Ja, die Seekartendetails, also die Datengrundlage, die hier zur Verfügung stehen, ist wieder mal OSM. Wir haben Daten in OSM importiert. Seekarten beziehungsweise Seezeichen sind aber nicht so, sag ich mal, einfach wie eine öffentliche Toilette, wo dann heißt, Amity ist gleich Toilette und dann tut man da ein Icon hin, sondern es sind relativ komplexe Angelegenheiten, die unter anderem in diesem S57 sozusagen beschrieben sind. Was ich hier habe, es ist nur ein Beispiel, es geht jetzt nicht um, was da jetzt inhaltlich im Detail ist. Das beschreibt ein einziges Seezeichen mit allen Features, die es hat, also hier in diesem Syntax-Highlighted-Ding da unten. Und das ist eine Sache, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt mit einem normalen Renderer nicht möglich war, das auch in entsprechender Form wiederzugeben. Außer, dass man im Hintergrund ein Set von 5 Millionen Zeichen hat und ein Ruleset, wo das Ruleset selber ein paar Gigabyte hat. Okay, eine Seekarte, das hier ist ein Kartenausschnitt aus dieser Karte, die ich hergelegt habe. Realgröße 12x8 cm, also das ist so ein Kartenausschnitt. Was man hier sehen kann auf jeden Fall sind, dass die Karte von ihrer Darstellung her so, also beziehungsweise die Elemente auf der Karte so angeordnet sind, dass sie besonders übersichtlich sind, weil was man auf einer Papierkarte ja nicht hat, sind Zoom-Levels. Das heißt, ich muss sofort auf den ersten Blick alles sehen und ich kann nicht rein, raus. Und da habe ich jetzt ein Features, wie zum Beispiel hier, hier sieht man diese schräge Beschriftung, Dunski-Kanal, Sestrunski-Kanal zum Beispiel, ja, wo also hier die Beschriftung dem Kanal entsprechend zum Beispiel angeordnet wird. Ähnliche Anordnungen findet man auch für die Beschriftung von Buchten, das habe ich ebenfalls hier zum Beispiel. Hier sieht man, wie so schräg diese Schrift in die Bucht hineinsteht, auch hier zum Beispiel. Ja. Was man ebenfalls sieht, ist zum Beispiel das hier, diese violetten, machen wir so. Diese violetten Symbole hier, ja, das bezeichnet Leuchtfeuern, was man sehen kann, die schauen alle in eine andere Richtung. Das ist aufgrund der Sichtbarkeit so gewählt worden auf dieser Karte. Ja. Schriftgrößen, hier zum Beispiel die Inselbeschriftung, Zwerinat hier, liegt also hier ebenfalls, ich sage mal, in der Hauptachse der Insel drüber, ebenfalls in der Hauptachse der Insel. Was man weitest beobachten kann, sind zum Beispiel unterschiedliche Schriftgrößen. Sieht man hier nicht, weil der Ausschnitt zu klein ist, aber man kann sehen, dass Inseln mit verschiedener Größe unterschiedlich groß beschriftet sind. Und das schaut, sagt man ja, schaut schön aus, aber das dann sozusagen softwaretechnisch zu realisieren, stellt eine gewaltige Herausforderung dar, habe ich feststellen müssen. Ich habe aus diesem Grund verschiedene Features implementiert in diesen Renderer. Das ist zum einen einmal, habe ich es hier genannt, patternbasierte Text Translation. Ich kann es übersetzen in verschiedene Sprachen. Das hier ist eine kroatische Karte, es gibt auch englische Karten, deutsche Karten und so weiter. Die Definition in den OSM-Daten ist natürlich, sag ich mal, international, also englisch mit irgendwelchen Abkürzungen. Ja. Dann kann ich machen datenabhängiges Rendering. Das heißt, ich kann aufgrund des Inhalts der Daten sagen, zeige das Symbol an oder nicht. Damit kann ich sagen, okay, zum Beispiel alle Berge, die höher als 300 Meter sind, möchte ich sehen, alle anderen nicht. Sowas zum Beispiel. Ja.
Dann habe ich formatstringbasierte Tag-Modifikation, das heißt, ich kann sozusagen neue Tags in den OSM-Daten zusammensetzen, die sich aus anderen zusammen, also aus anderen ergeben, also dieses plus dieses plus dieses, in Form von Formatstrings, so wie man das aus, ich sag mal, meisten Programmiersprachen wie C zum Beispiel kennt. So, besonderes Feature, was relativ kniffelig war, ist die sogenannte Autorotation, die ich eingebaut habe, wo ich den Hintergrund abtaste, um genau dieses Feature zu bekommen, dass ich entlang von einer Bucht oder entlang von irgendeiner Formation, die im Hintergrund schon gerendert wurde, sozusagen einen Schriftzug hinbekomme. Verwende ich für Leuchtfeuerbeschriftungen, diese Buchtbeschriftungen, die ich da gezeigt habe zum Beispiel und solche Dinge. Und was ich auch habe, sind gewisse Polygonberechnungen, die drinnen sind, Hauptachsenberechnung von Inseln und sowas. Also ich nenne es Hauptachse, ja, weil das eben meiner Ansicht nach ein passender Begriff ist. Flächenberechnung, Mittelpunktsberechnung und so weiter, um zum Beispiel diese Inselbeschriftungen zu realisieren. Das hier ist jetzt derselbe Kartenausschnitt mit dem Renderer erzeugt und man sieht schon, ja, da sind super Features drin, auf der anderen Seite sieht man, ja, es ist, da sind eine Menge Kollisionen dabei. Den Ausschnitt wähle ich deswegen, weil der ist nämlich ziemlich schwierig. Es gibt andere Teile in der Karte, die sind wesentlich leichter, weil nicht so viele Features auf einem Fleck sind. Ja. Was man hier schon sieht, ja, oben, da hat man die Insel Tomb Valley. Die Beschriftung sozusagen ist in Richtung der Insel. Hier habe ich die zweite Insel ebenfalls in einer anderen Größe, weil die Insel vielleicht ein bisschen größer ist. Ebenfalls am nördlichen Ende von Tomb Valley sieht man hier die Beschriftung von diesen Leuchtfeuern, also Otočić, Tomb Mali und Otok, Tomb Valley. Sieht man, wie sozusagen diese Schriftzüge hier ein bisschen auseinanderrotiert werden, ja. Buchtbeschriftungen sieht man ebenfalls hier, ja. Zum Beispiel das hier, wo versucht wird, der Schriftzug quasi hier in diese Bucht hinein zu rotieren, damit es ungefähr passt, ja. Ja, okay, also das sind sozusagen Dinge, die hier bereits drinnen sind und wie gesagt, diesen Kartenausschnitt nehme ich immer gerne, weil der sehr, sehr tricky ist, ganz einfach. Jo, prinzipielle Funktionsweise, ich habe gesagt, ich stelle einen ganzen Renderer vor. Ganz kurz, wie funktioniert das? OSM-Daten werden geladen, das heißt, den Kartenausschnitt, den ich rendern möchte, muss ich mir zuerst downloaden, ja, von wo auch immer, ist egal. Also im Prinzip reicht der Ausschnitt, den ich auf der Karte am Schluss haben möchte. Also ich brauche hier hinten mehr nicht in Form von OSM. Dann brauche ich einen Regelsatz, ich liefere praktisch, also ich habe in dem Package natürlich einen Regelsatz dabei, der hier relativ gut passt und dann startet man das Ganze und der Renderer geht also jetzt her und wendet die Regeln, wie die meisten Renderer, wir haben es im Vortrag auch ganz kurz gesehen, ja, Regeln hinein, Daten hinein in den Renderer und am Schluss fällt sozusagen das fertige PDF sozusagen heraus. Was ich von der Verarbeitung hier mache, ist sozusagen, dass ich jetzt nicht so diese ultimativen Funktionen habe, die wie zum Beispiel diese Inselbeschriftung, sondern es sind lauter einzelne Teilfunktionen, zum Beispiel, dass ich habe, ich nenne die Funktion jetzt, finde die Hauptachse und was er macht, ist, er berechnet die Hauptachse von jetzt den Inselpolygonen zum Beispiel und speichert ein neues OSM-Tag in die Daten hinein und anschließend kann ich sozusagen in einer folgenden Rendering-Funktion auf das wieder zurückgreifen. Okay? Entschuldigung, schon da. also das ist sozusagen die Vorgangsweise und ja, in gewissen Regeln, Reihenfolge werden halt die ausgeführt. So, was habe ich für Funktionen drin? Also meine grafischen Grundfunktionen, so Linien, Füllen, Beschriften, bla bla bla. Ja. Dann habe ich also verschiedene Datenmanipulationsfunktionen drinnen. Vorher schon erwähnt, Formatstring erzeugen, Translation, Tag-Vererbungen kann ich machen, also übernimm die Tags von der Relation auf die Wege oder in andere Richtung umgekehrt von den Knoten in die Relation oder wie auch immer. Ja. Längen, Flächenberechnung, sonstige mathematische Funktionen, die man auf Polygone und solche Dinge halt anwenden kann. Und dann habe ich Sonderfunktionen drinnen, die ich da implementiert habe, um externe Skripts aufzurufen. Zum Beispiel, also ich kann ein Python-Skript sozusagen anhängen an irgendeiner Stelle zum Beispiel. Ja, ich kann OSM-Daten wieder ausgeben und habe ein paar Sonderfunktionen dabei, möchte ich jetzt nicht alle extra da erwähnen. Da habe ich einen Beispielregelsatz. Ja, wie schreibt man die Regeln? Also bevor ich mal schon gehört, ja, Map-CSS und Kato-CSS und Mapnik-XML, es hat sich in der Geschichte einfach der Entwicklung gegeben. Ich verwende ein eigen erfundenes Format in OSM. Da habe ich jetzt da ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ganz unten das hernehme, die letzten zwei Zeilen, diese hier, diese Regel wird angewendet auf alle Knoten, also Node, ja, in OSM, die das LDS Tag CMAC Type enthalten. Und wenn das zutrifft, ja, dann wird die Action, also die Funktion, hier, PJ at SM Filter,
aufgerufen, das heißt, wird die Funktion pchar in diesem Fall in der Shared Library libsm-Filter aufgerufen und dieser Library werden wieder Parameter übergeben, also in diesem Fall jetzt lang ist gleich hr. Also so funktioniert das. In der Regel darüber, diese hier kann man ganz kurz sehen, CMAC light arg ist v ist gleich, also habe ich hinten eine regular expression drin, also wende das an auf alle Tags mit dem Key CMAC light und hinten ein regular expression, also alle die rot oder grün oder und so weiter, und das kann man halt beliebig kombinieren, sage ich mal. Und da wird wieder eine Action aufgerufen, hier in diesem Fall ist die Action also draw, was in diesem Fall Linien zeichnen bedeutet, in der Farbe Gold 0,3 mm und so weiter. Ja, also nur als Beispiel, dass wir das vorstellen, ist an sich relativ einfach, aber um eine Karte zu erzeugen, also braucht man schon einen entsprechenden Regelsatz. Also Karten zu Regeln zu erstellen, jeder, der das schon gemacht hat, ist relativ aufwendig. Und ich bin auch der Meinung, das ist nicht sowas, was jeder User jetzt mal geschwind macht, der Karten. Egal, ob es jetzt für online oder so eine Anwendung ist. Ja, also es erfordert schon ein gewisses Experten-Know-how. Ja, zukünftige Entwicklungen, wie geht's weiter mit dem Projekt? Das heißt, dieses Mini-Projekt ist ein Riesenprojekt geworden mittlerweile mit, ich habe keine Ahnung, wie viele Zeilen auf Code, die alle von mir privat sind, das ist mein eigenes Projekt, ja. Es hat sehr viele Features mittlerweile bekommen und sehr viele Dinge sind rudimentär implementiert, die Weiterentwicklung verlangen, nur aufgrund mangelnder Zeit halt noch nicht entwickelt sind. Sehr viele Dinge gehen auf sogenannte Optimierungsprobleme, wie man sie in der Mathematik nennt, zurück. Also was man jetzt da, diese ganzen Rotationssachen, die sind nicht rekursiv, gar nichts in einer Ebene. Also da ist Potenzial drin. Ich habe hier geschrieben, viel Raum für Diplomarbeiten. Ja, da bin ich eh da richtig an der Universität Passau. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der da was dazu implementieren möchte. Ich habe auch viele Ideen, die noch nicht einmal ansatzweise sozusagen implementiert sind. Zum Beispiel Buchtgrößen, Durchfahrten und so weiter. Das zu analysieren, da habe ich auch Ideen dazu, aber überhaupt noch nicht begonnen mit der Implementierung. Ja, und eine Sache auch, die jetzt nicht direkt mit dem Renderer zu tun hat, aber die alle wahrscheinlich auch, die sich mit dem Thema Rendering generell auseinandersetzen, schon gehabt haben, ist die Problematik, ich nenne es der OSM-Daten-Inhomogenität, ja. Das liegt zum einen daran, also die OSM-Daten sind nicht homogen, die schauen insofern in Kroatien so aus und in Deutschland anders und in Österreich wieder anders, weil die ortsansässigen Mapper halt irgendwelche Eigenarten haben, irgendwas zu mappen. Ja. Da gibt es in Kroatien die Insel Brač, da ist jede Bergspitze eingezeichnet, also die haben dort eine Berggipfeldichte von wie nicht woanders auf der Welt, warum weiß ich nicht, ja, ist so. Und viele Sachen sind halt in OSM nicht hundertprozentig eindeutig geregelt. Ich kann gewisse Dinge so oder so mappen. Und das trifft natürlich immer das Ruleset. Ja. Okay, wie dem auch sei, das hat jetzt ja nichts mit dem Renderer selbst eigentlich zu tun, aber das sind Dinge, mit denen man halt bei der Entwicklung kämpft. Jo, Anwendungsbeispiele, ihr findet es eh bei dem Vortrag auch auf der Seite, auf der Foskis-Seite habe ich unten ein paar Links dazu, da gibt es einige super Chart-Samples von mir. Ja, wer möchte, kann nachher kommen und sich die anschauen oder im Internet anschauen. Ich habe da einen Bekannten, der hat für eine Seefahrt, für eine Weltumrundung, das ist der mittlere Link, sich selbst Karten erzeugt, ja, also Übersichtskarten von gesamter Indischer Ozean und so weiter. Und kann man sich dort anschauen, das ist nicht von mir. Und was ich auch habe, ist, in Österreich gibt es eine Prüfungsorganisation, SEL Austria, die verwendet als Prüfungskarte und als Übungskarte für ihren Unterricht SEL Austria, SM-Render Seekarten. Ja? Ja, damit bin ich mit der Kurzvorstellung des Projekts am Ende. Ja, wenn es Fragen gibt, jetzt oder nachher. Ja, vielen Dank, Bernhard. Und wie sieht es jetzt aus mit Fragen aus dem Plenum? Da sehe ich im Moment noch keine. Dann würde ich mal eine stellen. Du hast ja gesagt, dass du das auf OpenCMAP aufbaust, dein Projekt. Hast du vor, mit diesen Geschichten dann wieder ein Pull-Request an OpenCMAP zu machen, um das da wieder zu integrieren? Naja, also das ist ursprünglich aus OpenCMAP entstanden, ist aber eigentlich unabhängig von OpenCMAP. Ja. Also ich habe der Source ist von mir, ist unter GPL V3, ist auf GitHub downzuladen und hat grundsätzlich eigentlich nichts mit OpenCMAP zu tun. OpenCMAP-Projekt war die Entstehungsgeschichte, aber wie gesagt, ist so insofern unabhängig. Ist bei OpenCMAP, also wer da ein bisschen involviert ist, ein bisschen schwierig. Es gibt ja da mittlerweile einen Fork, das Open Nautical Map und so weiter, sind verschiedene persönliche Hintergründe und ich möchte mir da nicht die Finger verbrennen, sagen wir mal so.